ist denn der? Ja, was steht denn da rum? Hallo? Hallo. Hallo, wer sind denn Sie? Ich bin der Bankberater. Okay. Ich wollte gerade... Ach, Sie haben eben angerufen, kann das sein? Ja, ich hatte geklingelt. Ja. Mancher. Ja, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bräuchte ein bisschen, also ich wollte mich einfach mal informieren, wie es hier mit den Krediten aussieht. Der Herr Gumbic hat nur gesagt, dass Sie mit Vornamen Siegfried heißen. Ich weiß aber nicht, wie Sie richtig heißen. Herr Siegfried van Burgen. Was? Siegfried van Burgen. Van Burgen? Ja. Okay. Siegfried. Ja? Ja. Okay, ich bin der, dann bin ich der Karl für Sie. Ich bin der Karl Gutberg. Ich bin vor 3 Wochen circa bin ich hergekommen. Ich wollte ein bisschen Urlaub machen. Mein Chef belästigt mich hier immer wieder. Er kam letzte Woche mal vorbei oder die letzten Tage war er mal da. Der will unbedingt, dass ich wieder arbeiten gehe. Ich habe keinen Bock. Sondern ich würde mir eher lieber hier so einen kleinen Hof kaufen. Okay. Deshalb würde ich gerne mal sicher so eine Finanzberatung haben. Das Problem ist halt, ich bin nicht so sehr flüssig und ich habe im Moment leider nur einen Audi. Okay, aber das ist gar kein Thema. Echt? Ja, passt. Okay, weil der Herr Gumbic hat auch gemeint, ja, sie wollen natürlich... Oh, Gesundheit. Danke. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Abstand halten. Passt schon. Der Herr Gumbic hat gemeint, sie wollen schon, dass hier die Dorfbevölkerung, also dass halt die Gemeinde wieder ein bisschen wächst. Ja, da kommt der Herr Gumbic. Jo. Deshalb bin ich im Grunde auf der Suche nach einem Hof und je nachdem auch noch für einen kleinen Kredit, Privatkredit. Oh. Jo, Harry, voll danke, bitte. Jo, danke, von Geld's gehört. Hallo, Herr Gumbic. Ja, grüß dich, was geht denn? Ah, moin, Gumbic. Ja, grüß dich. Ja, was ist los? Der Herr von Burgen hat gerade schon gesagt, der Siegfried von Burgen hat gerade schon gesagt, dass er hier, dass es kein Problem wäre, wenn ich hier irgendwie Land erwerben möchte. Ihr Audi? Ja. Herr Gutberg? Ja. Nee, nicht meiner. Meiner. Ah, okay. Haben Sie ein Auto dabei, Herr Gutberg? Ja, das steht an der Tankstelle. An welcher? An der anderen. Ja. Aber wie schaut's denn aus? Was könnte ich denn hier an Finanzmitteln kriegen? Oh, da können wir drüber reden. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Gedacht hatte ich an den Sonnenhof. Ja. Wollen Sie Pferde machen? Ja, wissen Sie, ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ich möchte ja auch, ich bin ja hierher gekommen, weil ich es hier schön finde, weil ich Urlaub machen wollte. Und ich dachte, vielleicht könnte ich da auch so einen Ferienbauernhof aufmachen. Mit so ein paar Pferden zum Ausreiten. Wäre doch bestimmt ganz interessant. Ja, oder oben der, wenn Sie sich für Kühe interessieren, der alte Karlinger. Nein. Das habe ich beim Herrn Gumbic schon mitgekriegt, das stinkt mir zu sehr. Also jetzt nicht Sie, Herr Gumbic, also nicht Sie stinken. Ich meine die Kühe, der Mist. Und Schafe. Schafe wäre auch interessant, aber da waren wir letzte Woche mal oben, oder war das schon vor 2 Wochen? Ne, letzte Woche, glaube ich. Da haben wir uns das alles angeschaut. Das ist mir so weg vom Schuss, da habe ich gar keine Lust drauf. Also der Sonnenhof. Jo. Können Sie sich irgendwie ein Auto holen? Dann fahren wir da mal hoch. Alles gut, Herr Gumbic. Jo. Soll ich dich rüberfahren zum Auto? Ja, musst du ja wieder zurückfahren. Ja, nee, ich kann hier ja jemand mitnehmen. Ach so, aber du bist ja auf dem Weg zum Hof. Und vielleicht ist der Herr van Burgen so nett und fährt mich rüber. Ja. Ich hab oben noch einen anderen Flitzer stehen bei meinem Unterstand. Okay.
Gut. Ja, ich kann der Herr Gumpitz gerade da hochfahren. Wo? Zum Händler. Da habe ich einen kleinen Unterstand. Warum zum Händler? Ich habe ja ein Auto. Wegen dem Auto. Ja, mein Auto steht bei der Tankstelle. Ja, soll ich sie mit nicht rüberfahren? Ist der schwer vom Begriff? Hey, bei mir ist ja Platz voller Akten. Ja, aber warum Ach, soll ich sie? Ich Scheiße. habe hier Ja, ja. okay, ja, hier. Komm, Herr Gumbitsch. Bis der mal vorwärts kommt, ey. Ey, was ist mit dem los? Wie alt ist der denn? 42. 2. Gott, uns schon so. Achtung, pass auf. Und schon so verplant, ey. Ja. Jetzt verstehe ich auch, weshalb der bei Ihnen so Stress macht. Ja, natürlich, das. Der ist ein bisschen durch den Wind. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie viel Säcke Salz er immer liefert. Ja, Oder bezahlt. kann sein, ja, auch ja. Aber wenigstens hat das Geld sitzt bei ihm, glaube ich, recht locker von der Gemeinde. Ja, natürlich, das ist nicht das Problem bei dem. Nur alles andere ist ihm zu lästig. Ja. Ich glaube, der guckt nur auf die Steuereinnahmen. Schnell, schnell irgendwas verkaufen oder so. Ups. So. Herr Gumbitsch. Ja. Ich Ich hab glaube. schon gesehen. Okay. Gut, Gut. ja, dann. Also, Tschüss, Mist. ne? Jo, tschüss, bis Bis später. dann oben, oder? Kommen Sie wieder hoch, oder? Ja, ich muss auf jeden Fall später meine Sachen abholen. Jo. Das habe ich aber gesehen. Das habe ich gesehen, Herr Burgen, van Burgen. Ja. Ich, meine Hupe, die tut jetzt Dauer hupen. Herr, Herr van Burgen, das habe ich aber gesehen, dass Sie da zu schnell um die Ecke geschossen sind. Ah. Bitte. Ah, so geht's, wenn ich die ab wenn ich den absch wenn ich Warte mal, ausmach, Gumpitsch. dann. Warte mal, Gumpitsch. Ich hab damals Fehler gemacht mit Insekten. Welche Insekten, ne? Hier. Leg ich immer zu. Danke. Bitte. Jo, danke schön. Für die. Erde. Dann fahre ich dir mal hinterher. Spülasch mit dem Auge. Warum blinke ich hier eigentlich? Ich hoffe mal, der weiß, wo es hingeht, weil ich weiß es nicht. Der Gumbitsch ist ja da letztens hingefahren. Nicht ich. Ich habe halt keine Sicherheiten. Ich habe lediglich das Auto hier, was ich einsetzen kann als Sicherheit. Ich hoffe mal, das passt hin. Die brettern hier alles so, ey. Der Gumbitsch ist ja letzt auch so bescheuert da durch die Gegend gefahren. Ich dachte, mir wird schlecht. Die Straße muss ich auch mal neu machen, ey. Da muss man eine ordentliche Teerstraße hin. Wo geht's denn jetzt lang? Geht's hier nach rechts? Oh ja. Alles passt ja perfekt hier rein. Schau, supi. Oh, da wären wir. Ja, Herr van Burgen. Schön ruhig. Und eng. Ja, was erwarten Sie von einem Alpenhof? Alpenhof, Sie wissen ja, wie es ist.
Er hat gute Stückchen hier. Ja, was sollen das Stückchen hier kosten? Hundert 30.700 von der Steuer, die. Wie viel Steuer? Hallo? Zu schnell. Was? Sie sind nicht so schnell. Hundert 43.000. Mit Steuer. Ich höre sie so schlecht. Ja, mit Steuern. Okay. So. Sie sollten vielleicht mal zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen. Bin ein bisschen heiser. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie gesagt, ich habe gar kein Geld. Also ich hätte den Audi, den würde ich einsetzen als Kapital. Ich glaube aber, der hat nur noch so einen Wert. Was halten Sie vom Kredit von 1 Million? Nee, den kann ich nie abzahlen. Was soll denn das? Wollen Sie mich mit den Zinsen pleite machen, oder was? 1% Zinsen. Wie viel? 1%. 2 oder 3? 3. Nee, eine Million geht nicht. Was soll denn das? Hätten Sie denn gerne. Was soll ich mit einer Million? 1.000? Ja, und 150? Nee, warte mal, Moment. Ja, was kriege ich denn? Hätten Sie denn gerne. Eine Million. Was will ich mit einer Million? Dann bin ich Millionär. 100.000. Toll. Seien Sie doch mal realistisch. 250.000. Ich weiß ja nicht, wie viele Zäune ich hier ersetzen muss. Ich muss auf jeden Fall die Zufahrtsstraße neu machen. Aber wie viel wollen Sie denn? Ich muss mir das hier mal. Kommen Sie mal mit, wenn Sie noch können. Oh. Nicht, dass Sie hier mir am Stock gehen. Ah, wenn Sie eine Baufirma brauchen, mein Sohn arbeitet bei der Baufirma. Ach ne. Inzucht. Moment, Telefon. Karl Gutberg, hallo? Ja, grüß dich, Seppel, da ist der Hans. Hä? Hallo, Seppel. Nee, da haben Sie sich verwählt, Herr Gumpitsch. Sie sind beim Karl Gutberg. Ja. Ah, der Gutberg. Ja. Ich guck mir gerade den Hof an. Servus, wo bist du jetzt? Jetzt fange ich auch schon an. Wo bist du denn? Oh. Da wo wir letztes Mal zuletzt waren. Ja. Da bei den Pferdehöfchen. Da rechts von dir. Rechts Ach von deinem. So. Oh. Hast du nicht den Seppel bei dir? Nee, Siegfried heißt er doch. Siegfried, hast du den Sigi bei dir? Wen meinst du, den Bürgermeister? Ja, den Sigi. Ja, den kann ich. Den. Moment. Herr van Burgen, hier, Telefon für Sie. Oh, moin! Ja, grüß dich, Sigi. Ja, servus. Was geht? Bei dir? Was für den Schrill, wa? Bei dir? Wie schaut's denn aus mit dem nächsten Winter mit den Sackeln, mit den Salzsackeln? Ah ja, das kannst du wieder machen, diesmal kriegst du auch mehr. Die Höhenluft tut ihm wohl gut. Und mit dem Schneepflug. Versuch erstellt. Nee, ich darf jetzt nur mal einen zweiten kaufen. Brauchst du den denn mehr? Nee. Was gehört denn hier alles dazu? Das ist mir so eine Frage. Und das Stück hier gehört auch noch dazu. Oder habe ich noch einen kleinen Teich? Und vielleicht ein paar Fische drin. Hier habe ich noch irgendwas. Eine kleine Koppel. Ne, da läuft mir hinterher wie so ein Hündchen.
Berg, dein Telefon. Er will dich noch mal, der Hans. Was von Hand oder so. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, verstehen Sie mich so besser? Ja, Sie verstehe ich immer gut, aber der andere, der ist so ein bisschen. Ah, der So. Siegfried. Hey, was? Siegfried. Ja. Ich bin gerade oben, guck mir das gerade an. Ja, Sieht ganz gut aus eigentlich. mit meinem Auto die halbe Zeit nicht mehr. Was mit dem Auto? Finde ich nicht mehr. Sie finden Ihr Auto nicht mehr. Warum denn? Okay, jetzt habe ich es aber wieder. Ja, ich weiß auch nicht, die Ich bin Rampe. da hinten. Der Anhänger ist zu kurz. Ihr Flow, da ist zu kurz. So, warte mal. Ich muss mal jetzt hier mit dem, ja, van Bergen hier klarkommen. Dann seht Oder van ihr Bergen. van Berge, oder? Jo, der ist hier bei mir. Ja. Können Sie mir den noch mal geben? Ganz kurz. Jo, ich gebe sie weiter. Bitte schön. Jo. Ah, moin! Ja, moin. Weißt du, wo der Vertreter, der Steirer Vertreter ist? Na, no, aber ich nicht. Steirer. Ihr habt jetzt inne beim Profi, beim Steirer, beim Profi. Simon, ist mir jetzt da. Ah, wenn nicht, wo da ist. Die Entlastung. Von Frontler, oder die Entlastung ist mir. Stimmt nicht mehr ganz zusammen. Ja, haben wir zum Nein, Shop? wo ist denn der Vertreter? Oder willst du nicht? Der Steirer Vertreter. Ah, keine Ahnung, wo der ist. Na gut, Sigi. Jo, Heinz, rein. Nimmst du morgen, kommst du dann auch wieder auf den Kiste in Oktober? Jo. Was so läuft Harry nicht auf dem Telefon. Jo, Pfiati. Ja, Pfiati. Servus. Servus. Gut. Da ist das ein komischer Gaul. Südberg. Ja. Ich glaube, die Luft hat hier oben ganz gut. Ja, ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, aber ja. Wir klären nur die Formalitäten, glaube ich mal, die nächsten Tage. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne bei dem Blackbeast 86 vorbei. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.